Schiff und in einem Schiff, in einem Boot sind natürlich auch diese hochwillkommenen Gäste hier aus der Schweiz. Das sind nämlich die Nüssler aus der Schweiz. Dort, wo die Schweiz am Schweizeristen ist. Nach diesem Ort hat sie ja ihren Namen. Eine sehr aristokratische Fasnacht. Nüssler, es hat eigentlich nur indirekt was mit Nüssen zu tun. Nüssle heißt so viel wie tanzen, wenn sie einen ganz bestimmten Tanzschritt. Und das ist die eigentlich klassische Figur, der Blätz. Das natürlich ist jetzt kein Blätz, sondern das ist das Hoodie. Sonja, hast du etwas mit dem Hoodie? Nein, kannst du das Hoodie mal fragen? Das ist der alte Mann, der alte Herr, und der kann normalerweise, es steht im Buch, er tät immer so humpeln, deswegen bräuchte er den Wurzelstock, aber sobald er anfängt zu nüsseln, also tanzen, dann tät er überhaupt nicht mehr hinken. Kannst du uns mal vornüsseln? Wie geht denn das? Das kennen wir nicht so. Das ist ein ganz spezieller Schritt. Doch, komm, zeig mal. Ein bisschen das Nüsseln. Das ist ein ganz besonderer Tanzschritt und der soll ganz besonders schwer sein, aber das können die alle und beherrschen das wunderbar. Ich denke mal, jetzt aufsteigen geht es nicht so gut, aber sonst schon. Super! Merci vielmals! Ja, merci, kann man da nur sagen. Im Hintergrund mit der Zipfelmütze wieder das Domino. Beliebte Figur, vor allem auch im 19. Jahrhundert. Mit dem Dreispitz, beziehungsweise nicht mit dem Dreispitz, sondern mit dem Spitzhut. Immer wieder dann auch das Pajazzo-Meitli, von dem vorher schon mal die Rede war. Zigeuner, die Zigeunerin genauer gesagt, links im Bild zu sehen. Die Randgruppen in der Gesellschaft spielen in der Fasnacht auch immer eine große Rolle. Nicht, weil man sie verballhorn und beulgen will, sondern weil sie halt einfach auch dazugehören als Exoten. In der früheren Zeit viel mehr als heute, wo die Welt noch sehr viel geschlossener waren, wo jeder Fremde oder exotisch Wirkende natürlich sofort eine Sensation war. So viel also zu den lieben Gästen aus Schwyz. Und es wäre schön, obwohl sie nicht direkt zur Schwäbisch-Alemannischen Nachbarvereinigung gehört, wenn man